Also ich bin Max Röder und ich bin 1994 taub geboren. Also ich bin wirklich ohne komplett irgendein Gehör geboren worden. Dann haben meine Eltern das eben nach einem halben Jahr festgestellt und haben es geschafft, mich mit 2 Jahren zum ersten Mal hören zu lassen, indem sie mir ein Cochlea-Implantat implantieren lassen haben. Und dann nach 2 Jahren habe ich ein zweites Cochlea-Implantat auf der anderen Seite bekommen, so dass ich das erste bilateral implantierte Kind war. Nachdem habe ich ein ganz normales Leben gehabt können. Ich bin in den Kindergarten gegangen, anschließend in der Grundschule, dann kam ein Gymnasium und jetzt studiere ich Informatik an der Würzburger Universität. Habe vor ein paar Wochen meine Bachelorarbeit abschließen können und bin jetzt auf dem Weg zum Masterstudium. Du bist im Laufe dieses gesamten Prozesses schon sehr vielen emotionalen Momenten ausgesetzt. Und das erste Wort, das er spricht, den Schulabschluss, den er macht, das Abitur, das er macht. Nach einer relativ langen Untersuchung in Narkose hat man festgestellt, dass eben der Max taub ist. Und es wurde mir so hart irgendwo auf dem Gang sozusagen beigebracht. Ich hatte Max auf dem Arm und da stehst du da, als ob irgendwie der Boden unter dir aufgeht. Und ich ihm weitergelaufen habe, so gedacht, er muss ja oben dann meine Sachen packen, muss gehen, gucken, wie es weitergeht. Und dann lag seitlich auf so einem Tisch so ein Prospekt. Ein kleines Prospekt, endlich wieder hören, irgendwie so um den Dreh. Der Erfolg damals war dermaßen durchschlagend, dass bei uns sehr schnell der Gedanke aufkam, ihn bilateral versorgen zu lassen, also beidseitig implantieren zu lassen. Dies war damals bei Kindern noch nicht Stand der Technik, sage ich jetzt. Also ich bin extrem froh, dass sich meine Eltern dafür entschieden haben, mich bilateral implantieren zu lassen. Also es ist für mich heute eine Selbstverständlichkeit, dass ich auf beiden Seiten hören kann, dass ich weiß, woher ein Geräusch kommt. Und vor allem habe ich auch das Gefühl, dass ich nur, wenn ich mit beiden Prozessoren unterwegs bin, dass ich dann wirklich auch Menschen verstehe, auch wenn Störgeräusche vorhanden sind. Und wenn ich nur einen Prozessor habe, dann hört sich das für mich alles nach einer Spur an und ich kann nicht wirklich filtern, was für mich wichtig ist. Die Grundüberlegung, Patienten bilateral mit Cochlea-Implantaten zu versorgen, ist beflügelt von der Idee, binaurales Hören wiederherzustellen. Wir wissen, dass der Mensch mit 2 Ohren ausgestattet ist, damit er die vielfältigen Situationen im Alltag besser meistern kann. Störschallunterdrückung, also Sprache verstehen. Wenn man jetzt an die Kindersituation denkt, ist das ja noch viel wichtiger, weil das Kind ja über das Cochlea-Implantat erst Sprache erlernt. Richtungshören wird in Lokalisationsexperimenten in der Camera Silenta gemessen, wo Lautsprecher im Halbkreis aufgestellt werden und der Patient dann anzeigen muss, wo der Ton herkommt, also welcher Lautsprecher angespielt wurde. Und dann kann er die Richtung angeben, aus der der Ton kommt. Und dann kann man eben abschätzen und berechnen, welche Auflösungswinkel zwischen 2 Lautsprecherquellen der Patient dann hört. Wenn man sich die 20 Jahre Entwicklung zum bilateralen CI anguckt, dann ist das schon faszinierend zu sehen, wie die bilaterale Versorgung die Lebensqualität vieler Erwachsener und Kinder verbessert hat. Als ich 16 Jahre alt war, da war ich in Neuseeland für ein halbes Jahr, um Englisch zu lernen. Und Neuseeland ist eine Rugby-Nation wie keine andere auf der Welt. Und damals habe ich gedacht, Rugby ist jetzt nichts für mich mit Cochlea-Implantat, weil ich gedacht habe, das würde vom Tragekomfort her nicht funktionieren. Aber dann, als ich an die Uni gekommen bin, an die Universität zum Studieren, da habe ich eben gesehen, es gibt eine Rugby-Mannschaft und habe mir gedacht, da mache ich jetzt dann doch nochmal mit. Und es ist einfach actionreich, man muss Kondition haben, man muss clever spielen, man muss mit anderen Leuten auch kommunizieren können, zusammenarbeiten können und vor allem ist es viel Teamwork dahinter und das finde ich besonders toll daran. Das war dann eigentlich auch kein Problem, weil es gibt in Rugby eine Scrum Cap, heißt das. Das haben viele Spieler auf, um ihre Ohren zu schützen und das ist eigentlich genau das Richtige. Bei Rugby-Spielen für Cochlea-Implantatträger zum Beispiel. Man setzt das einfach auf, macht das schön fest und dann kann das nicht mehr runterfallen, das Cochlea-Implantat. Ja, aus heutiger Sicht gesehen, aus unserer Situation heraus, kann ich sagen, dass die bilaterale Versorgung unseres Sohnes
wirklich eine gute Entscheidung war. Es hat Max weitergebracht, es bringt Max im Leben weiter. Und auch er selbst mit 22 Jahren ist dankbar, dass wir uns so entschieden haben, ihn bilateral versorgen zu lassen.